Hallo ihr Lieben, Tag Nummer 2 beim Auswärtssein, Tag Nummer 1 beim Seminar. Ich bin alleine vor Ort. Es sind noch ein paar andere Teilnehmer quasi remote, also vor dem Bildschirm zu Hause. Ja, das heißt, ich bin alleine hier. Ist aber ganz süß. Wir haben gerade schon zum Mittag gegessen. Wir haben beim Inder bestellt. Ich habe einfach was bestellt, was gut klang. Konnte mir nichts darunter vorstellen. Es war gar nicht so schwer. Ich habe einfach das genommen, wo ich dachte, ja, das passt bestimmt ganz lecker. Name habe ich vergessen, irgendwas mit Kichererbsen. War ganz lecker, war scharf, aber war gut, mit Reis. Genau. Ansonsten habe ich eine Kaffeepause quasi für mich alleine. Mit Obst und Teilchen und ich schau mal, was heute noch so wird. Also das war schon, ist cool. Doch, ist echt gut. Jetzt im Moment wollte ich einfach mal ganz kurz vor die Tür. Ich werde jetzt nicht groß irgendwo rauslaufen. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen Luft schnappen, ist ja an sich ganz gut. Und setze mich dann wieder auf meinen Platz und bleib da sitzen bis heute Abend. Und wo ich dann heute Abend hingehe, das weiß ich noch nicht. Es ist, mal gucken, vielleicht hat er einen Tipp für mich. Döner hatte ich ja schon. Genau. Und dann gucke ich mal. Aber es läuft. Nicht zu fassen, aber es läuft. Alles klar. Schaut mal, was es sonst noch so gibt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ihr seht hier also einen Kaffeepausentisch für mich alleine, quasi. Hier fehlen jetzt schon ein paar Mandarinen. Und ich würde sagen, ist ganz nett. Ich schau mal, was es noch gibt. Und natürlich Kaffee. Heute gibt es offensichtlich Indisch. Ich habe keine Ahnung, was ich bestellen werde. Ich habe mich entschieden für das da. Genau. Wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Mal schauen. Feierabend. Es ist Abend. Ich überlege, was ich jetzt essen gehen werde. Ich werde irgendwohin in die Stadt gehen, aber ich weiß nicht warum. Warum? Warum? Natürlich, weil ich was zu essen haben möchte. Nein, wohin? Und deswegen dachte ich, ich frage mal meine Mama. Ich hoffe, dass sie jetzt rangeht und mir sagen kann, was ich essen könnte. Mal schauen. Hallo. Hallo. Na? Selbes Spiel wie gestern. Ich weiß nicht, was ich essen gehen soll. Ach so. Was würdest du ganz spontan? Wo warst du denn gestern? Gestern war ich, was habe ich denn gestern, war ich Döner essen. Döner? Aber ja. Warum hast du den früh um 4 gepostet? Weil ich irgendwie wach geworden bin. Und da habe ich gedacht, jetzt hast du ein Problem mit dem Döner. Nein, Quatsch, da konnte ich noch nicht mehr schlafen. Oder nicht? Nein. Nein, nein, alles gut. Da hol dir heute mal was anderes. Ja, ich weiß. Hol dir mal Pizza. Ja, na gut. Aber nicht so eine große, da gibt es ja auch solche Würdest du was aufweisen? Ja, die letzte Woche. Hast du da was in der Nähe? Da gibt es zwei Italiener, ja. Ich glaube, die sind auch beide ganz gut. Da hol doch mal sowas Schönes. Naja, egal. Es geht mir auch nur so eine Pizza holen. Na gut, dann gehe ich mal zum Italiener. Du brauchst nicht so lange rumzulaufen und zu gucken. Ja. Wie war's denn? War ganz gut. Ja, war interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich bin wieder auf dem Weg in die Stadt zum Italiener. Ihr habt es gehört. Meine Mama hat gesagt, ich soll Pizza essen gehen. Also mein Papa war auch sehr entschieden, dass es Pizza sein soll. Und wenn die das so sagen, dann mache ich das doch so. Ne? Das ist eine gute Sache. Pizza, das heißt Käse, Teig, Belag. Entscheiden, auswählen, essen,
bezahlen. Bezahlen für mich. Alleine essen gehen. Alleine entscheiden. Alleine essen. Alleine da sitzen. Ich gehe jetzt Pizza essen. Es gab eine Pizza Fungi mit Pilzen, mit Käse, mit allem, was dazugehört. Und es war lecker. Es war lecker und es war würzig und es war gut und es war knusprig und der Teig war so lecker. Ganz frisch aus dem Steinbackofen, den habe ich euch kurz abfotografiert. Ja, es war total lecker. Genau. Für alle, die es schon mal versucht haben, Pizza geht auch ohne Käse. Aber Pizza geht noch viel besser mit Käse. Genau, es war auch viel wärmer. Überraschung. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es gemacht. Und es war lecker. Da drin wollte ich jetzt nicht so viel filmen, weil es waren ein paar Leute drin. Ich habe den letzten Tisch ohne Reservierung bekommen. Die nächsten mussten warten. Deswegen. Aber bei mir hat es ja nicht so lange gedauert. Das ging auch alles ratzfatz. Und es war so lecker. Genau, morgen noch ein Tag. Morgen noch einmal Weiterbildung. Und dann schauen wir mal, was es morgen gibt und wie das morgen so aussieht. Aber bis jetzt war das alles sehr erfolgreich. Wieder ein Häkchen. Wieder ein Angstlebensmittel gemacht. Pizza und Käse. Und ich lebe noch. Und ich werde es wieder tun. Genau. Jetzt zurück zum Hotel. Und dann schaue ich mal einen ganz gemütlichen Abend. Genau. Also dann, wir hören uns bald wieder.